Einfach geil. Ich weiß nicht, wir haben gefightet und weiß nicht, es hat nicht alles geklappt, aber wir haben nie aufgegeben. Auch nach der Schwächephase in der ersten Halbzeit haben wir uns richtig rangekämpft und es ist einfach ein überragendes Gefühl. Wir haben richtig gut angefangen, haben dann viele Chancen liegen lassen, waren irgendwie trotzdem in Führung und sind dann total eingebrochen, wie auch schon am Anfang gegen Schweden im letzten Spiel. Aber irgendwie scheint uns das ein bisschen zu liegen, kämpfen uns dann wieder ran und sind dann so mit Power dabei. Und ja, das Wort Leidenschaft, das haben wir uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben und ich glaube, das hat man heute gesehen. Durch Kampfgeist, durch Leidenschaft schaffen wir es immer wieder, uns auch wieder zurückzukämpfen und haben dann teilweise richtig schön Handball gespielt und haben in der Abwehr sicherer gestanden, so dass wir den Holländern es auch schwerer gemacht haben bei dem 1-1. Und ja, wenn man als Team auftritt, kann man gewinnen. Das bedeutet überhaupt nichts. Also hätten wir das heute verloren, hätte das nichts bedeutet und hätten wir es, jetzt haben wir es gewonnen, aber wir sollen bitte am Boden bleiben und so hart weiterarbeiten und genau das wie heute wieder abrufen und dann gucken wir mal, was dann geht.